deinem Geist. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Mit dem Wochenspruch zum 5. Sonntag nach Trinitatis grüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier in St. Georg. Am heutigen Sonntag geht es um das Wagnis, das der Glaube manchmal sein kann. Sich auf Gott verlassen, auch wenn es zeitweise als eine Zumutung erscheinen kann. Das ist nicht immer leicht. Was uns aber hilft, das ist die Begegnung mit dem Heiligen, mit Gottes Gegenwart. Darauf wollen wir uns einstimmen mit dem ersten Lied. Soweit der Himmel ist und deine Wahrheit
soweit die Wolken gehen. Deine Heilung steht wie die Werke Gottes und deine Rettung wie die große Tiefe. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder Zuflucht haben unter dem Schatten deiner Flügel. Wie wir werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeiten und in die Ewigkeit. Amen. Ich lese aus dem Alten Testament, im ersten Buch Mose, im 12. Kapitel. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Halleluja. Ich
glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen einen geborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Da gehen die Kinder so richtig mit und sind aufgeregt
Und am Ende teilen sie die Freude darüber, was der Jesus für ein toller Kerl ist. Lernziel erreicht. Und zwar mit Begeisterung. Aber heute sind wir ja nicht in der zweiten Klasse. Heute muss ich das Ganze also schon noch ein bisschen kritischer beleuchten. Und mit Ihnen zusammen genauer hinschauen, was uns das Predigtwort zu sagen hat. Und wir werden sehen, auch für uns ist das noch ein lohnender Text. Das erste und frappierendste, was mir da auffällt, das ist tatsächlich, dass niemand sich über die vielen Fische zu freuen scheint. Ich meine, für uns ist doch klar, Fischer fangen Fische. Und diese Fische brauchen sie, damit sie etwas zu essen haben, aber auch als Auskommen für ihre Familien. Eine Nacht lang trotz harter Arbeit nichts gefangen, das heißt, es kommt auch nichts auf den Tisch. Da würde man doch wohl erwarten, dass diese Fischer sich freuen, wenn sie so einen phänomenalen Fang gemacht haben. Doch nicht nur Petrus, sondern auch die anderen Fischer reagieren mit Entsetzen. Sie fürchten sich. Petrus sagt zu Jesus sogar, geh weg von mir. Und seine Begründung scheint uns noch seltsamer. Geh weg von mir, denn du bist heilig. Ich aber bin nur ein Mensch in meinen Beschränkungen. Petrus und die anderen Fischer reagieren ganz stark und für uns ganz unerwartet darauf, dass Jesus sich als ein Bevollmächtigter Gottes erwiesen hat. Solch eine Nähe Gottes scheint ihnen gefährlich, riskant. Darf man sich das überhaupt wünschen, diese Nähe? Kann man sie überhaupt aushalten? Denn der Gott, der sich da offenbart und diese Fülle an Fischen aus der Tiefe emporbringt, er ist ein fremder und geradezu unheimlicher Gott. Er gehört nicht zum alltäglichen Leben eines Fischers am See. Er verträgt sich vielleicht auch gar nicht damit. Fürchte dich nicht, antwortet Jesus ihm. Gründe, warum er sich nicht fürchten soll, gibt Jesus allerdings keine. Nur den Satz, den so oft auch die Engel gesprochen haben, fürchte dich nicht. Der Satz ist eine Zumutung. Das Heilige ist ja doch eben zum Fürchten. Da ist sich Dr. Petrus sicher. Denn noch weiß er nicht Ostern, noch ist nicht klar, noch kann Petrus nicht wissen, was Christus für die Menschen tun wird. Liebe Gemeinde, diese inneren Kämpfe des Petrus scheinen manchen von uns ganz fremd. Aber dass das Heilige unseren Alltag sprengt, dass es etwas Besonderes ist und eine Macht, die wir sogar an unserem eigenen Leib spüren können, das kennen wir doch heute auch. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Mystiker oder Spiritualisten oder sonst wie besonders Begabte, sondern eben ganz normale Menschen. Ich denke an die Erfahrungen aus diesem Frühjahr. Wir versuchten uns an gedruckten Gottesdiensten für zu Hause und an YouTube-Videos, Installationen und Stationen in der Kirche. Und doch konnten wir sehen, das war alles nur ein Notnagel, kein voller Ersatz für die gemeinsamen Gottesdienste in der Kirche. Irgendetwas, das konnte jeder merken, hat da gefehlt. Und es ist nicht nur das Ratschen mit den Bekannten nach dem Gottesdienst, das hier fehlte. An jedem Tag der Woche kamen hier in St. Georg und vielerorts Menschen in die Kirche. Manche legten einen Stein ans Kreuz für ihre Sorgen, andere nahmen einen gedruckten Gottesdienst mit und manche zündeten dort hinten eine Kerze an. Viele von ihnen setzten sich nur ein paar Minuten still hin und beteten. Beteten dann bewusst nicht zu Hause oder draußen oder irgendwo sonst, wo man ja auch beten könnte, sondern sie kamen zum Beten in die Kirche. Ich glaube, wenn man diese Menschen mal gefragt hätte, ob Gott in der Kirche wohl besser zuhört, dann hätten sie einem den Vogel gezeigt. Zu Recht natürlich, denn Gott der Allmächtige braucht sicher nicht den Kirchenraum als Hörgerät, sondern er hört uns gut und ist auch wenn er unsichtbar ist, immer bei uns, wohin wir auch gehen. Aber vielleicht hätten einige von den Befragten dann erklärt, dass in der Kirche eben etwas anders ist als draußen. Da
dass hier in der Kirche etwas Besonderes ist. Ich glaube, dass Menschen in die Kirche kamen und kommen, um einen Moment lang ein bisschen von diesem Etwas zu spüren und in sich aufzusaugen. Das, was ich mit dem besonderen Etwas meine, das ist natürlich die Sphäre des Heiligen. Oder sagen wir einfacher, das ist das Heilige. Das Heilige, das ist ein besonderer Ort und eine besondere Zeit der Gottesgegenwart. Wenn wir es aufsuchen, dann überkommt es uns und macht etwas mit uns. Das Heilige berührt uns. Und es ist eben kein Teil von unserem Alltagsleben. Das Heilige passt auch nicht in unser Alltagsleben, denn es verträgt sich nicht mit Banalitäten. Geld verdienen, Essen kochen, Wäsche waschen gehören natürlich auch in das Leben eines Christen. Selbstverständlich. Aber diese Dinge gehören in den Alltag und nicht in das Heilige. Wenn das so ist, dann können wir uns auch sagen, das Heilige schafft uns eine Unterbrechung, eine Pause vom Alltag, vielleicht sogar eine Pause von unserem Leben, das sich immer um uns selbst dreht. Heute erschrecken und fürchten sich die meisten von uns nicht mehr so, wie Petrus und die anderen Fischer es getan haben. Denn wir wissen, dass der Satz auch uns gilt: Fürchte dich nicht. Und wir wissen von Ostern, wissen, dass Gottes Sohn für uns gestorben ist. Wir sind mit Christus in seinen Tod und in seine Auferstehung hineingetauft, sodass wir am ewigen Leben Anteil haben durch seine Liebe. So ist Gottes Gegenwart für uns tröstend, heilsam und willkommen geworden. In unseren Kirchen gibt es darum auch keinen inneren Bereich mehr wie im Tempel, den Normalsterbliche nicht betreten können oder dürfen. Wir treten in das Heilige und unterbrechen dadurch unseren Alltag. Die Geschichte der ersten Jünger Jesu zeigt die verunsichernde Seite des Glaubens. Jesus folgen heißt, sich dem schwankenden Boot anzuvertrauen, heißt, sich der Tiefe auszusetzen, dem Fremden und Dunklen, dem Rätselhaften und Erschreckenden, das Gott sehr wohl an sich hat. Und trotzdem zu hoffen, dass die Netze nicht leer bleiben. Vergessen wir nicht, dass die Geschichte der Jünger mit Jesus hier noch nicht zu Ende ist. Menschenfischer werden die Jünger nämlich und werden sich dann noch viele Male fürchten, aber auch jedes Mal ihre Furcht überwinden. Und dann, nach Ostern, werden sie auch verstehen, warum sie sich nicht fürchten müssen. So erinnert uns das Predigtwort daran, dass Gottes Nähe, das Heilige, beileibe nicht harmlos ist, aber heilsam und wichtig. Das verleihe Gott uns ein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Sonntag zum Gottesdienst hier in St. Georg ein, um 10 Uhr mit Pfarrer Kraus. Wir danken für die Gaben der vergangenen Woche. Es sind insgesamt 1.181 Euro. Der Herr segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben. Amen. Die einzelnen Gaben können Sie in den Schaukästen der St. Georgskirche und der Kirche St. Peter einsehen. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde. Der Herr segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, durch dich gibt Gott uns allen guten und vollkommenen Gaben. Darum bitten wir und rufen, Kyrie eleison. Du hast deinen Jüngern verheißen, deine Zeugen zu sein bis ans Ende der Erde. Gib allen, die deine Kirche leiten und lehren, Glaubwürdigkeit und Klarheit in ihren Worten und Taten. Wir rufen zu dir, Kyrie eleison. Du hast frei und ohne Scheu geredet vor der Welt. Gib allen, die Einfluss haben auf die öffentliche Meinung, den Mut, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Wir rufen zu dir, Kyrie eleison. Du hast uns geboten, einander zu lieben. Hilf uns, dass wir Worte füreinander finden, die klären, entlasten und ermutigen. Wir rufen zu dir, Kyrie eleison. Du hast geschwiegen, wo Worte nichts mehr ausrichten. Sei mit denen, die zum Schweigen verurteilt sind. Gib ihnen Geduld und die Hoffnung, dass ihr Leiden nicht vergeblich ist. Wir rufen zu dir, Kyrie eleison. Du gibst uns die Freiheit, in deinem Namen zum Vater zu beten. Schenke allen, die keine Worte mehr finden, neues Vertrauen, dass sie dir sagen, was sie belastet und was sie beglückt. Wir rufen zu dir, Kyrie eleison. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.